Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum K-Mechanik Simulator 2015. Hier ist wieder euer Mechaniker Legolas. Hier immer noch am Bentley schrauben hier. Ja, das ist ja ein Fulltime-Job hier. Da müssen wir sehr viel dran machen. Jetzt ist noch der Motor dran. Dann müsste eigentlich das Auto wieder in Ordnung sein. Das Fahrwerk und die Lenkung haben wir repariert. So, Zusammenbaumodus. Jetzt ist mal der Motor wieder her. Was? Wir machen erstmal die Kolben rein. Dann tun wir so langsam hier die ganze Geschichte aufbauen. So, Ölwanne geht noch nicht. Geht ja von unten wieder hier. So, das Ding mit 10 Schrauben hier. Ist ja noch das schlimmste Teil. Da haben wir ja noch ein Teil, das hat 18 Schrauben gehabt. So. Dann kann man den Exhaust hier wieder dran schrauben. Ist sogar die richtige Seite hier, wo rostig war, kaputt hier. So. Und die Zündkerzen. So, reinschrauben. Hast du auch den richtigen Schlüssel dafür, so einen richtigen Zündkerzenschlüssel? Da gibt es auch zwei Größen, auf jeden Fall, mindestens. Ja, kann sein. Es kann mehr Größen der Zündkerze geben, aber ich kenne jetzt nur zwei. So. Und hier und da. Und da. Ja, aber mit der Zündkerze muss man halt aufpassen, die ist so lang hier hinten, der Keramikkörper hier, der Isolator sozusagen. Und da braucht man eben ja einen extra Steckschlüssel sozusagen, also diesen Zündkerzenschlüssel, das eigentlich eine lange Hülse ist mit eben dem Sechskant innen drin dann. Eine 21er Nuss passt leider nicht, oder was es für eine Größe ist. Ja, weil eben der Stummel hinten so groß ist. So, das Ding wird da auch festgeschraubt wieder hier, der Ventilhebel-Dinger da hier. Eine Schraube noch, 5 Schrauben sind es, jawohl. Und das Deckel können wir draufhauen hier. So, 3 Schräubchen hier, okay. Dann machen wir den Dinger hier wieder hin, die Steering Pump. Das Nockenwellenzahn hat können wir auch schon wieder drauf und die Steuerkette. Und die Wasserpumpe natürlich, so. Die ist schön angebaut mit 3 Rädern, 3 Schrauben meine ich natürlich. Die Riemenscheibe, Pumpe da. Dann die Abdeckung hier. Timing, das heißt der Steuerdeckel sozusagen. Dann dieses Bracket. Dann das Untenteil hier. Tragrolle A. So. Den Ständer hier können wir da anschrauben, wo die Lichtmaschine drauf läuft. Also zumindest meine ich, dass das die Lichtmaschine ist. Alternator, ja. Sagt mir jetzt nämlich nicht so viel. Serpentine Belt. Und hier auch nochmal Serpentine Belt. Das Rad hier, der Lüfterrad. So, zack, zack. Knacks, knacks. Passt. Haben wir sonst noch was auf der Seite hier? Ne, da ist gut, da vorne. Dann machen wir mal hier weiter. Hoppla. Ja, so nah brauchen wir auch nicht dran. So, hier den Kopf drauf. Solange keiner hier den Kopf verliert, ist alles gut. So. Jawohl, und da und hier noch. Immer schön festschrauben. So, und das Ding schraubt man auch fest. 8 Schräublein. So, jetzt noch die Zündkerzen hier. Jawohl, sehr schön. Da freue ich mich doch. So, okay, jetzt hier diese Stäbe hier. Rod heißt Stab. Die Ventilsteuerungsstäbe, wenn man so will. Zack. Zack, und diese Rocker Arms, die dann hier praktisch die Ventile betätigen, wodurch die Stößel eben hingedrückt werden. So, den Deckel noch drauf. Bentley, richtig schön nickelnagelneuen Deckel hier. So, dann fehlt hier noch dieses Luftein-Dings da hier. Air Intake sozusagen. Das mit den 18 Schrauben hier. Brutal, würde ich mal sagen.
Das machen wir natürlich alles mit der Handratsche hier. So, da weißt du, was du geschafft hast. So, immer den hier, den Carburetor machen, machen wir die Zinnverteilung wieder hin. Mit Schleifer hier. Und Deckel. Die Käbelchen können wir auch schon wieder dran stecken. So. Dein Dual Carburetor, also zweifach Einspritzer bzw. Vergaser. So. Ja, das ist nicht irgendwie das gleiche. Einspritzer ist was anderes wie ein Vergaser, oder? Ja, denke ich jetzt mal. So, jetzt fehlt da aber immer noch was. Ja, da fehlt auf jeden Fall noch. Warum kann ich das nicht anbauen? Hallo? Da war doch noch so ein Rohr und sowas hier. Na nü. Der lässt mich das jetzt gerade gar nicht anbauen. Hä? Ah, da muss ich anfangen. Okay, Luftfilter, der hängt jetzt in der Luft. Okay, alles klar. Aircover hier und dann her die Pipe. So, fertig. Geht ja die Drosselklappe, jawohl. So, dann müsste ich ja alles haben und die Batterie noch. Sonst läuft da nichts am Starter hier. Jo, müsste eigentlich alles sein, ne? Oh. Außer jetzt die Pfanne sozusagen. Ja, wenn man das schon Pan nimmt, dann denke ich eigentlich an Wanne. Das ist ja, ist eine komische die Übersetzung. Oder die Engländer haben halt eine komische Bezeichnung oder Amerikaner, was soll's. Das kann man nicht unbedingt auseinanderhalten. So, gibt halt amerikanisch Englisch und British Englisch oder Oxford Englisch, wenn man so will. So, jetzt müssten wir aber alles haben, ne? Eine ganze Reihe ist es ja. So, Motoröl muss noch nachgefüllt werden. Ja, wir haben alles. Perfekt. So, dann noch Motoröl nachfüllen. Und dann möchte ich trotzdem mal eine Testfahrt mit dem Auto machen. So. Zusammenbaumodus. Nee. Ja, die Einfüllschraube hier. So, ey, das läuft doch daneben. Komm. Nee. Ist grafisch jetzt ein bisschen ein Fehler hier. Ein bisschen mehr reinlaufen lassen. So. Jawohl. 17 Euro, das sieht gut aus. Da müsste es über dreiviertel voll sein. Aber ich ziehe mal gerne den Stab raus und guck nach. Jo, sehr gut. Guter Bereich hier. So. Klappe zu. Ja, da würde ich sagen, wir fahren das Auto mal Probe. So, alte Fabrik. Bernd Letty. Oh. Ah, ja. Hm. Gut, dass es mich daran erinnert hat. Die Zinnverteilung ist mit einem mit den Klammern festgemacht. Aber die sieht man immer nicht, wenn man da nicht dran denkt. Hm. Ja, dann hätte die Verteilung hier natürlich geklappert. So. Mann. Gott sei Dank hat es mir gesagt. Ich glaube, im Expertenmodus würde ich dann nicht wissen, was los ist. Ich weiß nicht, ob es einem da dann auch gesagt wird, aber normal eigentlich nicht. Der soll ziemlich knackig sein, habe ich mal im Forum gelesen. Und deswegen traue ich mich eigentlich gerade noch nicht darüber zu switchen, weil ich nicht weiß, ob ich da wieder zurück, aber angeblich kann man immer zurückgraden. Da müsste man eigentlich ein Backup vom Stand machen und dann sagen, nee, war nix, wir machen das Backup zurück sozusagen, machen Rollback. Wenn man halt gar nicht mit dem Expertenmodus zur Rande kommt, ne? Das ist halt so eine Sache. Schade, dass man halt nicht hin und her schalten kann. So, ganz ungewohnt Rechtslenker, ne? So, dann geben wir mal Gas. Ja. Junge, tu die Kupplung mal richtig hier mit denen. Also echt. Hast du mal zu früh geschalten oder wie? So, das ist wirklich. Das ist total ungewohnt. Das ist halt blöd, dass ich mich auch nicht drehen kann hier. Oh, verdammt mal hier. Da. Die Kupplung ist ziemlich ruppig hier. So. Boah, also das ist total für mich ungewöhnt hier mit der Rechtslenkung hier. So, also ich glaube, ich könnte so ein Auto nicht fahren irgendwie. Da ist alles verdreht hier.
Boah. Okay. Die Bremsen haben versagt. So. Ja, mit der Handbremse gebremst und dann, naja. Okay, Bentley, sind wir jetzt auch gefahren. Die Schrammen, die waren schon, die bügel ich geschwind nochmal aus hier. Da schicke ich den Azubi dran. Der macht das kurz, der poliert das nochmal alles raus und so. So. Ja, ich sage ja, es fehlt eigentlich irgendwie Personal hier in der Werkstatt. Und wenn es nur Deko ist. Oder dass ich bestimmte Sachen irgendwie an Leuten hier geben kann, das wäre auch praktisch. So, gut, jetzt wissen wir, dass alles gut ist. So. Dann können wir das Auto abgeben, ne? Ja, komm, hier ist nichts passiert, guck. Das glänzt noch in richtig schön hier. Das haben wir schön aufpoliert, das Chrom hier. Bentley. Die Kühlerfigur ist lustig hier. So, oh. Jawohl, da haben wir ordentlich satt abgesahnt hier. Und klack. Ja, wegen 24 Erfahrungspunkten haben wir wieder nicht geschafft hier. Das ärgert mich immer ein bisschen. So. Aber ich kann hier immer nur 3 Autos nehmen. Auf dem Parkplatz kann ich ja nichts stellen. So, bevor wir aber einen neuen Auftrag annehmen, versuchen wir uns mal an der Reparatur der Teile, die wir noch haben. Die Wasserpumpe 93%, cool. Das geht kaputt. Nee, 20% bloß. 21 bloß. Geht das hier? 36. Querlenker. Federhaube. Ah, jetzt haben wir mit Glück. Das geht jetzt kaputt. Nee, doch nicht. Okay. Das hier? Kaputt. Okay. Zündverteiler. Platte. Geht. U-Bolzen geht. 3,30 ist ja gar nichts. Aber ja, ein bisschen Erfahrung kriegt man auch. Benzinpumpe, ah, noch nicht 100%, aber naja. Cover, kaputt. Solide Welle. Ja, okay. Sehr Throttle. 31 ist nicht viel. Platte, ja, gut. Die Rocker Arms. Ah ja, 85, geil. Throttle nochmal. Kaputt. Deckel. Okay, den nochmal kaputt. Nee, doch nicht. 83, okay. 78 Federhaube. Jawohl. Ah, noch 3 Punkte. Yes. Yes. Kaputt. Ne, 99%. Wow, fast neu. Erfahrung, okay. Gut, dann können wir ja kurz upgraden. Wir haben einen Erfahrungspunkt. Das Tablet nämlich ganz, ganz zum Schluss. Das ist nett hier, unbedingt notwendig. So, Reparaturwerkzeuge, Chance 80% und später dann haben wir Karosseriewerkzeuge. Da bin ich auch schon heiß drauf. Anwenden. So. Da brauchen wir jetzt dann 11.000 Punkte, also nochmal 1.000 drauf. So, jetzt müsste es doch noch 100%. Yes. Ey, bei 80%. 100%. Jawohl, 100. Das, 100. 83 bloß. 100. Jetzt machen wir ABS 100%. Kurbelwelle 82. Motorblock. Wow. Abgaskrümmer. Jawohl. Blattfederplatte 100. Jawohl. Bremssattel. Ja, nur 87. 100. 100. 88. Ja. Kaputt. Okay. Benzinpumpe 100. Kurbelwelle. Komm. 91. Ja. Turbolader. Gut. Ich glaube, jetzt können wir mehr reparieren. Bremstrommel. Kaputt, okay. Intake. Kaputt, okay. So. 100. 100. Kaputt. Ja, ich mach's jetzt einfach mal. Zylinderkopf V8. 86%. Ach, naja, egal. Jetzt ist er kaputt. So, das riskiere ich einfach mal. Das Zeug hätte ich sowieso schon wegschmeißen können. So. Okay, 91. Das lasse ich jetzt mal. Ich glaube, 90 ist ganz gut. So, jetzt gucken wir mal, was wir aussondern müssen. I. Stoßdämpfer kann ich nicht reparieren vom Maluch. Das haben wir ruiniert. Und die Bremsbacken kann ich auch nicht reparieren. Warte, warum?
kann ich denn die Stoßzange nicht nerven? Gut, ich glaube, dass wir da die eh nie wieder reparieren können. Den Achsschenkelbolzen können wir auch nicht. Ich gebe die weg, weil, ja. Ich glaube nicht, dass da einer kommt. Lagerbuchse können wir auch mal weg hier. Warum habe ich. Ach so, neuwertigen habe ich hier repariert oder was? Geil. So, Rad, Narben, Lager. Weg damit. Die Puffer weg damit, die kaufen wir neu. Bremsbacke kaufen wir auch neu, ist sicherer. Federn sowieso. Ich wüsste nicht, wie man eine Feder repariert. Kupplungsdrucklager, weg damit. Die Druckplatte, dass ich die nicht reparieren haben könnte? Naja, weg damit. Schwungrad, auch weg damit. Kolben, naja, weg damit. Der ist schon ruiniert. Kurbel ruiniert, so. Maluch Kofferraum, okay, Klammer 100, Radnaben, Lager, 73%. Ja, 70%, mal schauen, vielleicht brauchen wir die ja mal noch. Kupplungsdrucklager, weg damit. Der Stabilisator vorne für 79, naja gut, das Knochenteil hier, weg damit. So, weiter geht's, das ist hinüber, das ist leider auch hinüber, aber trotzdem noch 61 Euro. Die Ölpfanne, die konnten wir nicht reparieren hier. Also war auch nicht angezeigt oder war schon zu beschädigt vielleicht. Das haben wir ruiniert, das Ding. Das geht nicht. Das sowieso nicht. Kann man höchstens sauber machen, aber der Throttle, den haben wir ruiniert. Carburetor, haben wir den auch ruiniert oder war der schon so? Das haben wir ruiniert. Die Ignition weiß ich gar nicht. Zündverteiler, Deckel. Noch ein Zündverteiler, weg damit. Cover ist ruiniert, glaube ich. Die Dinger konnte man nicht reparieren. Zündkerzen kann man auch nicht, die hören 0. Noch 1 Euro. Noch ein Kolben. Den haben wir ruiniert. 4 Euro noch. Ja, 1 Euro noch. Auch weg hier. Wasserpumpe haben wir hier wieder in Stand gesetzt. Den komischen Bracket hier, der weg, 0. Kette geht nicht reparieren. Ging schon, wenn man die Kettenglieder austauscht, dann kann man aber gleich eine neue kaufen. Zahnrad kann man auch nicht reparieren. Da haben wir noch diese Rods wieder hier. Ja, 0, das ist wirklich ein Schrott hier. Das Ding haben wir ruiniert, glaube ich. Zündkerze weg, Kolben weg. Batterie weg. Wird entsorgt. Auch entsorgen, das entsorgen. Die kann man nicht reparieren. Das konnte ich auch nicht reparieren, also wird gerade angeboten, das auch nicht, das Ding auch nicht. Lagerbuchse ist mir zu schwach hier, weg damit. Domlager weg, Feder auch. Das ist gut, die Haube, da haben wir einen Bolzen ruiniert oder so. Noch eine Lagerbuchse, weg damit. Das kann man nicht reparieren, oder habe ich es ruiniert? Ah, da ist auch noch was ruiniert, naja gut. Ne, das konnte man gerade reparieren, das Kernachsenteil hier. So, jetzt haben wir wieder aufgeräumt und noch gute Teile hier abgegriffen. So. Alles klar. Perfekt. So, jetzt haben wir 10.000. Haben wir jetzt eigentlich schon alles hier in der Werkstatt soweit freigeschaltet, was wir brauchen? Ja, ich glaube schon. Ja. Gut. Mal kurz rausgucken. Auktionshaus haben wir jetzt mal angeguckt. Trackstrip, Carstripping. Ja, ich habe kein Auto, da muss ich mir jetzt erstmal kaufen, dann könnte ich strippen. Auto tunen und dann irgendwie wieder verkaufen, das ist ja. Nutzermods habe ich keine, ne? Nö. Sample Track Alpha. Hm? Ich weiß nicht, ob man da. Also, ich habe nicht wirklich Mods dafür gefunden oder ich habe falsch gesucht. So, okay. Dann gehen wir wieder mal ins Telefon. So. Katagiri Katsumoto. Getriebefehler, Auspuff. Was haben wir hier? Fehler am Fahrwerk. Ein FMW Panther. Hm. Okay. Auch neu. Nehmen wir mal an. Das habe ich nämlich auch noch nicht gesehen. So, da gucken wir gleich mal rein. Aha,
Was steht da verbunden? Okay. Hat er da Bluetooth? So, cool. Das erinnert mich so ein bisschen an Audi. Dieses hat hier. Cool, echt cool. Gefällt mir. Sonnenblenden, ja, kann man nicht rummachen. Ich will ein bisschen kuppeln. Ah, es hat einen Start-Stopp-Automat hier, also einen Startknopf hier. Alles klar, sehr schön. So, was hat er für Probleme nochmal? Oh, ja, wissen wir nicht. So, ich hau den mal auf den Diagnosepfad drauf. So, Mechaniker kommt gleich. So. Dann los geht's. Hintere Bremsen testen. Ja, die sind in Ordnung, die Bremsen da. Das sagt man schon alles, die Werte. Wenn sie so gleichmäßig sind. Bremse, vordere. Ja, da ist ein kleiner Versatz drin, aber das ist, glaube ich, zulässig. So, jetzt kommt das Stoßdämpfer-Test noch hier. So, jawoll. Und nochmal Rüttel. Was, der 20.02.2013 zeigt es da im Hard an? 3 Grad, was? Echt jetzt? Das ist aber kalt hier in der Werkstatt. So, okay, da ist, glaube ich, was kaputt. Ja, haben wir schon eine ganze Liste hier. Aber ich gucke mir das nochmal auf dem Klemmbrett an hier. Da haben wir noch nicht alles. Das zeigt uns aber dann die Teststrecke. Das machen wir geschwind noch. FMW Panda. Ja, solange es kein Panzer ist, ne? Panzer. Da könnt ihr auch mal einen Panzer-Reparatursimulator geben oder so. Das wäre doch auch mal was Interessantes. Tja, bloß da weiß halt keiner so genau, wie immer Panzer. Und das ist auch ziemlich geheim wahrscheinlich hier, das zu reparieren, oder? Ich weiß es nicht. So, los geht's. Wow. Gleich überdreht, Motor kaputt, so. Wow. Boah, das Ding geht ab, ey. Alter Schwede. Wow. Sehr temperamentvoll, das Auto. Schaut mal da unten im Lenkrad, wo die Hupe ist. Also, da spiegelt sich so richtig schön der Spiegel. Also, der Rückspiegel, der ist ja sehr diesig hier. Aber da im Lenkrad, da spiegelt es richtig schön zurück hier. Das Ding geht ab, ey. Oh, da muss ich echt aufpassen, da hängst du gleich an der Wand. Ja, der Tacho geht auch bis 300, ey. Noch mehr oder so. Der muss ziemlich was an der Haube haben. Eigentlich würde ich mal gerne das Ding auf den Dyno stellen und das tunen. Aber da braucht man viel Kohle für das Zeug eigentlich. Ja, mal schauen. Irgendwann macht man das mit den eigenen Autos und tunen und so weiter. So. Wird geladen. Dün. So, da sind wir gleich in der Werkstatt, der FMW Panda. Hört sich ein bisschen an wie so ein Radiosender FM. So, haben jetzt alles angeguckt. 3 Teile haben wir gefunden. Ja gut, aber die kann ich auch nicht mit dem OCB-Scanner auslesen. Ne? Das geht nicht. Also mit dem Onboard-Scanner. M. Linker Heber. So, da stellen wir es hin. Ja, Leute, dann würde ich sagen, was hat das für ein Logo? Kann ich gar nicht so genau erkennen. Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Legolas. Tschüss.